Bruno Labbadia bemüht um positives Auftreten. Nach der Rettung in die Relegation war so etwas wie Aufbruchstimmung zu spüren gewesen beim HSV. Aber das schwache 1:1 gegen den KSC hat gezeigt, dass Optimismus momentan unangebracht ist. Die Hamburger klar unterlegen gegen den Zweitligisten. Viel Positives gab es nicht, höchstens das Tor zum Ausgleich. Wir haben unter schwersten Druck immer wieder standgehalten. Und auch gestern, nochmal, wenn ein Spiel so beginnt, musst du dem erstmal standhalten. Und das haben wir. Wir haben uns mit dem 1:1 auf alle Fälle die Situation erhalten, dass wir mitten im Sieg die Liga halten. Bei einem torlosen Unentschieden wäre der Abstieg dagegen perfekt. Trotzdem will man das 1:1 partout nicht als Misserfolg werten. Denn der HSV hätte auch deutlich mehr Gegentore kassieren können. Der Druck bleibt also. Die Hamburger brauchen ihr Auswärtstor. Wir haben jetzt nur Nervenspiele gehabt, seit wir da sind, und haben den Druck standgehalten, haben uns dieses Finale jetzt erarbeitet. Und ich denke, das ist in den Köpfen drin. Mit einem Sieg sind wir in der Liga. Und das ist das, was jetzt zählt. Und alles andere werden wir uns wieder gut darauf vorbereiten. Labbadia tut das, was er tun muss. Er redet über Chancen und beruhigt die Mannschaft. Denn zumindest im Hinspiel war vor allem eines zu spüren, die Angst vor dem Abstieg.